Guten Abend, gute Nacht schon wieder. Heute am Donnerstag, der 25. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Blödsinn. 26. 26. Oktober 2023. Heute habe ich mich unterhalten über Weltpolitik und übers Theater und dass eben die Menschen doch in der jetzigen Zeit im Theater wieder doch irgendwie lustige Sachen sehen wollen, weil es überall kracht und zischt und pengt und das wisst ihr alle. Und ja, über Wojciech haben wir uns unterhalten, was noch nicht gerade lustig ist. Und ich habe dann eben gesagt, ja, mit meinem Einsprechen, da geht es mir auch so. Ich möchte natürlich auch mal was Lustiges einsprechen. Also ja, gibt es ja schöne, lustige Gedichte und Geschichten. Denke aber, nee, das kannst du und das geht ja nicht. Also das ist irgendwie pietätlos. Also den Leuten gegenüber, denen es so schlecht geht. Und dann denkt man vielleicht, ah, das interessiert ihn gar nicht. Also ja, es ist wirklich so eine Überlegung. Und es fällt mir auch schwer, also da jetzt irgendwelche Nonsens-Sachen zu sprechen. Deshalb gibt es heute ein Gedicht von Hilde Domin. Hilde Domin, die Grande Dame, eine der Grande Damen der deutschen Nachkriegslyrik, überhaupt Lyrik im letzten Jahrhundert, die ich so richtig dolle auch erst über meinen Kanal hier entdeckt habe. Und die hat 87 ein Gedichtband rausgebracht, einfach gesammelte Gedichte. Und da sind zwei kleinere Gedichte drin, die hat sie überschrieben mit Fernsehgedichte. Und die beschäftigen sich mit kriegerischen Auseinandersetzungen, einmal mit dem Vietnamkrieg und einmal mit dem Libanonkrieg und ja, ich denke, es ist an der Zeit, das mal wieder zu lesen. Hilde Domin, Fernsehgedichte. 1. Napalm, Lazarett. Am Rande des Schlafs tauchen sie auf, Köpfe. Sie schwimmen auf dem Traumwasser, auf den Bettdecken. Ein Horizont von Sterbenden, Köpfe mit großen Augen. Kriege werden mit Menschen geführt. Sie sehen mich an, Augen. Kein Himmel hat die Blässe klagender Augen. 2. Brennende Stadt, Beirut. Die brennende Stadt brennt lautlos. Ich sehe sie jeden Abend mit immer neuen Namen. Der Ansager vorläufig sagt Abend für Abend den einen. Ich kann das abstellen. Vorläufig. Zumindest im Wachen. Ich erinnere jetzt noch kurz an die Worte, die gestern Antonio Guterres gesagt hat zum derzeitigen Konflikt in Palästina. Ich finde es sehr gut, was er gesagt hat. Also nur mal nebenbei. Und dass es wichtig ist, dass er das gesagt hat. Gerade als UN-Generalsekretär. Hilde Domin hat über die Freiheit mal gesagt: Freiheit, ich will dich aufrauen mit Schmirgelpapier, du Geleckte.
wünsche euch trotz allem einen guten Schlaf. Und wir sehen uns morgen. Frieden.